Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder mal meinen monatlichen DM-Haul. Ich bin ein bisschen eskaliert, muss man sagen, denn es gibt ja jetzt in manchen DMs diese neue NYX-Theke, in der es ganz viele coole neue Produkte gibt. Und auch Trend It Up hat neue Produkte in ihrem Sortiment und ich fand die richtig cool. Deswegen möchte ich die heute euch vorstellen und dann viel Spaß bei dem Video. Und dann beginne ich mal mit dem einzigen Produkt, das weder NYX noch Trend It Up ist. Es ist von Maybelline und zwar diese relativ neue Mascara. Ich glaube, die gibt es so seit 2-3 Monaten irgendwie ungefähr. Und ich bin immer sehr zufrieden mit den Maybelline Mascaras. Gerade diese mit dieser speziellen Form hier, die sehen ja fast alle gleich aus und heißen immer ein bisschen anders und so. Aber im Grunde genommen haben sie alle ein ähnliches Bürstchen und sind alle richtig gut. Und ich dachte mir, ja, du brauchst ja eh mal wieder eine neue Mascara bald, dann holst du dir die mal. Und ich bin so enttäuscht von dieser Mascara. Also ich finde die ganz, ganz komisch. Sie hat so ein seltsames Bürstchen, was mich eigentlich schon hätte abschrecken sollen, es nicht zu kaufen. Das sind so winzig kleine Borsten und nicht so volle, lange Borsten. Und es verklebt die Wimpern extrem. Es gibt keinen schönen Schwung. Und ich weiß nicht, was Maybelline sich bei dieser Mascara gedacht hat. Meine allerliebste Mascara ist ja sogar von Maybelline. Das ist diese Rosé-Silberne mit auch diesem Aufdruck Lash Sensational. Aber eben genau die umgekehrten Farben, also der Schriftzug ist glaube ich schwarz und das Ding ist einfach komplett rosé-silbrig. Und die ist top, aber diese hier mit dieser kleinen komischen Bürste da dran, mag ich überhaupt nicht, kann ich euch gar nicht empfehlen. Und dann habe ich mir von NYX die Lingerie Matte Lipsticks geholt oder Lip Creams, je nachdem. Die trocknen matt auf den Lippen an. Dazu habe ich auch noch ein extra Video vor kurzem gedreht, das kann ich euch mal in die Infobox verlinken. Und ich habe mir noch eine dritte Farbe davon geholt, das ist die Nummer 03 Lace Detail. Die sehen alle auf den ersten Blick super ähnlich aus, aber auf den Lippen kommen sie wirklich komplett anders rüber. Also man sieht wirklich einen Unterschied. Und ich bin sehr begeistert von denen, aber genaueres seht ihr in dem Video mit dem Live-Test, wo ich sie live mit euch auftrage und auch sage, wie sie es genau anfühlt und wie sie halten. Also wenn ihr gerne mehr darüber wissen wollt, dann schaut in mein Live-Test-Video mit diesen Lingerie-Lipsticks vorbei. Und dann habe ich mir von NYX ein Buttergloss gekauft. Ich mag die Butterglosse von NYX super gerne. Also wenn ich mal ein Gloss trage, dann eigentlich nur von NYX. Ich mag diese Geschmeidigkeit auf den Lippen und es klebt nicht und es hält relativ lang für ein Gloss und die Farben sind ganz schön. Und der hier war für mich irgendwie neu. Also ich habe diese spezielle Nude-Farbe noch nie gesehen. Das ist die Nummer 14 Madeleine und der musste jetzt einfach mal mit. Und ja, ich finde ihn ganz gut. Er ist allerdings nicht so ganz hoch pigmentiert. Beim Swatchen habe ich erst gedacht, der wäre richtig gut pigmentiert, aber es ist mehr so mittelmäßig. Aber dafür ist er echt toll. Man kann ihn auch super kombinieren mit matteren Produkten. Da macht man einfach so ein, zwei Tropfen davon drauf. Und dann ist das Ganze sehr angenehm. Glänzt aber nicht mega übertrieben dadurch. Außer man macht ihn halt komplett drauf. Aber ich finde ihn sehr angenehm und finde ihn richtig schön. Und weil ich in der letzten Zeit auch sehr auf der Suche nach einem neuen Concealer war, habe ich mir gedacht, ich probiere mal einfach den von NYX aus. Das ist der HD Concealer. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe den heute gerade zum ersten Mal drauf gemacht und bin bis jetzt ziemlich zufrieden damit. Man braucht echt nicht viel Produkt und er ist nicht so dick auf den Augen. Also man sieht nicht sofort, man hat Concealer drauf und das finde ich sehr, sehr gut. Und er deckt trotzdem gut ab und auch so kleine Rötungen und Pickelchen, auf denen hatte ich es auch schon probiert. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wie es sich jetzt im Alltag über mehrere Stunden hinweg verhält, weiß ich natürlich noch nicht genau. Aber ich werde den weiter fleißig testen und bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Ich habe mir die Nuance 05 Medium gekauft, weil ich eben für viele Concealer mittlerweile echt viel zu hell bin. Und ich benutze auch mittlerweile gerne ein bisschen Selbstbräuner im Gesicht, über den ich auch noch dringend ein Video drehen muss, weil der echt mega top ist. Und mir sind einfach alle Concealer zu hell und das sieht ganz komisch aus und ich habe schon die dunkleren Nuancen probiert von vielen Herstellern und die werden dann so orange und sehen auch ganz komisch aus. Also irgendwie bringt das alles nichts. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie der sich so nach und nach im Alltag verhält. Aber bis jetzt so der erste Eindruck ist echt top. Dann habe ich mir vor NYX noch zwei neue Puder gekauft. Einmal das HD Finishing Powder. Über das bin ich auch sehr gespannt. Ich muss es natürlich noch länger testen, um was Genaueres zu sagen. Aber ich liebe einfach transparente Puder in der Drogerie. Und das hier durfte jetzt auch nicht fehlen. Ich wollte das einfach unbedingt mal ausprobieren, wie das so ist. Und dann hat mich eins auch noch sehr angelacht. Und zwar aus dieser gleichen Kategorie, HD Finishing Powder, aber in der Richtung Banana. Und seit Kylie Jenner oder was, Kim Kardashian, ich weiß schon gar nicht mehr, diese Banana-Puder so gehypt hat, da habe ich mir auch gedacht, legst du dir auch mal eins zu? Aber die sind ja wahnsinnig überteuert. Dann dachte ich mir, komm, das brauchst du nicht wirklich. Aber jetzt gab es das von NYX und ich dachte mir, okay,
das probierst du jetzt dann doch mal aus. Und damit habe ich heute zum Beispiel meinen Concealer gesettet und dafür ist es echt top. Also das sieht richtig schön geschmeidig aus auf der Haut und ich muss es halt noch mit Make-up und so testen. Aber so der erste Eindruck ist schon mal echt wunderbar. Dann habe ich mir auch noch ein paar Primer gekauft. Zum einen hier ist es dieser Shine Killer. Das macht man sich einfach so wie eine Art Creme, nur leicht auf die Haut. Und dann soll es bei diesem Produkt eben sehr lange matt halten. Das kann man einfach so benutzen oder unter einem Make-up, aber das muss ich wie gesagt noch richtig ausführlich testen. Aber es hat mich sehr interessiert und das war auch ziemlich schnell immer wieder ausverkauft. Genauso wie der Pore Filler, der soll ja sogar noch besser sein als der von Benefit und ich bin einfach super gespannt. Den macht man sich einfach auch so, da wo man große Poren hat drauf und dann soll das alles glatter und ebenmäßiger aussehen. Und ohne dass man eben Make-up drauf trägt, aber man kann es auch mit Make-up kombinieren. Aber das allgemeine Hautbild soll einfach schöner, ebenmäßiger aussehen. Und dann habe ich mir noch so ein ähnliches Produkt gekauft. Ich weiß, ich bin so ein bisschen eskaliert bei NYX. Das ist die HD Studio Photogenic Primer Base. Auch sowas als Grundierung, was irgendwie alles ebenmäßig machen soll. Also ich bin gespannt und ich werde eine Weile brauchen, um diese ganzen Produkte zu testen. Und jetzt konnte ich sie leider noch nicht testen. Ich habe sie erstens noch nicht so lange und es war dauernd so warm, dass ich mir gedacht habe, bei 30 Grad brauche ich mir kein Make-up ins Gesicht schmieren. Das wird zu extrem. Deswegen werde ich diese Sachen nach und nach testen und dann dazu euch nochmal eine Review machen. Und dann kommen wir zur Marke Trended Up, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Also ich bin froh, dass die DM ins Sortiment aufgenommen hat. Ich bin sehr zufrieden mit den Produkten. Und meine zwei liebsten Nagellacke sind auch von dieser Marke. Das ist einmal so ein Pastell-Rosé-gräulicher Ton, so beige-stichig auch. Und das mehr so ins Alt-Rosé. Und das sind meine allerliebsten Töne. Die habe ich den ganzen Sommer über, ich glaube echt monatelang, auf meinen Finger und Fußnägeln dauerhaft getragen. Immer abwechselnd war es einer von den beiden. Und meine sind jetzt schon ziemlich leer. Und ich dachte mir, dann holst du dir die wieder nach. Und den hier wollte ich heute auftragen, habe es auch gemacht. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, da steht vorne etwas anderes drauf wie bei dem hier. Hier steht Pastel Perfection und der ist jetzt irgendwie anders. Der ist jetzt nicht so deckend gewesen. Ich dachte mir, hey, warum ist das so milchig am Anfang? Und habe noch eine zweite Schicht drüber gemacht und dann ging's. Aber es ist nicht so 100% deckend, wie ich es eigentlich gewohnt war von dem. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, da steht vorne etwas anderes drauf. Weil bei dem hier steht Double Volume and Shine. Und das ist Pastel Perfection und ich so, oh nein, hoffentlich gibt es den noch in dieser richtigen Variante, dass der in einer Schicht einfach deckend ist. Weil das war mitunter mein allerliebster und ich liebe dieses beige-grau-rosé und ich so, oh nein, hoffentlich gibt es den eben noch, weil ich liebe den sehr. Also ich habe diesen hier jetzt auch drauf, aber er ist halt nicht hundertprozentig deckend. Es geht zwar notfalls, aber ich will den wieder in dieser einen Schicht deckend haben, weil der echt so klasse war. Und dann habe ich bei Trendy Up wieder viele coole neue Lippenprodukte gefunden. Die liebe ich auch wirklich. Besonders diese Trendy Up Lip Liner. Das sind die Contour & Glide Lip Liner, die ich euch so empfehlen kann. Die sind so klasse vom Auftrag her, von der Haltbarkeit. Man kann auch die komplette Lippe damit ausfüllen. Das sieht so klasse aus. Und die 010 ist ja mein Liebling. Und jetzt habe ich die 210 mal gekauft. Das ist eine neue Farbe im Sortiment. Das ist mehr so ein Rosenholz-Alt-Rosé-Ton. Und den finde ich auch richtig toll. Der ist super. Und dann hatten sie ganz neue Lippenprodukte. Und zwar den Ultra Wear Nude Pen in Matt und einmal in Shine. Und da konnte ich auch nicht widerstehen. Der Matte ist zum Beispiel dieser hier, den ich gerade trage. Der sieht auch diesem Lip Liner dazu sehr ähnlich. Das ist die Nummer 010 und den kann man so rausdrehen. Ich muss mir nur irgendeinen Spitzer oder so noch dazu kaufen. Ansonsten kann man das natürlich am Tuch auch abstreifen, dann wird es spitzer. Aber das ist natürlich voll die Produktverschwendung, das möchte ich eigentlich nicht. Aber der ist richtig cool zum Auftragen und sieht wunderschön matt aus und der ist super angenehm auf den Lippen. Also wenn ihr mal was Mattes ausprobieren wollt, das ihr so gut wie gar nicht spürt, dann kann ich euch den echt empfehlen. Der ist richtig gut. Und dann einmal das gleiche in dieser Shine-Variante. Da habe ich einmal die Farbe 010, die so einen goldeneren Stich hat und ein helles Nude ist, was auch sehr schön aussieht. Und einmal die 020, was so ein bisschen mehr ins Rosé, leichten Alt-Rosé-Stich wieder hat, aber auch so ein schönes helles Nude ist. Und ich finde die echt klasse und ich bin einfach so zufrieden mit diesen Trended Up-Produkten. Ja, das war's nun mit meinem DM-Haul, mit den neuen Produkten von NYX und auch ganz viele von Trended Up. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!